Ciao Leute, ciao von Andrea Unger. Welche Märkte, CFDs, Futures, Aktien oder Forex? Das ist eine Frage, die man oft findet und die Antwort hängt meistens an der Kontogröße. Nehmen wir an, Sie haben 500 Euro. In dem Fall, aus meiner Sicht, wäre es besser, Geld weiter sparen und nur, wenn man mehr Geld fürs Trading hat, kann man anfangen. Mit den Performance, die ich in anderen Videos gesagt habe, ist es natürlich hart, genug Geld zu verdienen mit 500 Euro auf dem Konto. Es ist mehr ein Lotteriespiel oder so, weil man in dem Fall sicher mit hohes Risiko arbeitet wird. Aber in jedem Fall, ich würde sagen, bis 10.000 oder sogar noch 15.000 Euro wäre es besser und sinnvoll, mit CFDs und Forex zu arbeiten. Warum? Nicht wegen die Hebelmöglichkeiten von diesen Instrumenten, sondern weil diese skalierbar sind nach unten. Man kann so klein wie notwendig arbeiten. Und mit kleineren, ich meine, 10.000 Euro, 15.000 Euro ist leider ein kleines Konto zum Handeln. Das muss man so lesen. Es ist klein. Ich meine, es ist nicht zu sagen, man muss reich sein oder so. Es ist einfach nur, dass die meisten Instrumente werden schwierig mit 15.000 Euro zu handeln, mit weniger als 15.000. Also, wie gesagt, CFDs und Forex sind in dem Fall die Antwort, weil man dort so klein wie notwendig arbeiten kann, damit man immer noch mit geringes gutes Risiko arbeiten kann. Auch im Prinzip Aktien kann man klein handeln, aber mit Aktien gibt es ein anderes Thema und das sind die Kosten, die Gebühren, Kommissionen. Normalerweise hat man dort Fixed Commissions, ich meine, die amerikanischen Märkte, aber auch in Deutschland oder in Italien, wo ich wohne. Und obwohl die klein sind, zum Beispiel in einigen Fällen zahlt man 5 Euro, Rounder oder sowas, oder 5 Dollar, sind wohl klein, aber es sind immer 5 Dollar oder Euro. Und wenn die Position sehr klein ist, zum Beispiel wenn man nur mit 500 Euro oder 1000 oder 5000 Euro einsteigt, sind diese 5 Dollar oder Euro in Prozent sehr groß im Vergleich zu der Positionsgröße. Und das heißt, die Gebühren in diesem Fall sind hoch und können in dem Fall natürlich wichtig werden für das ganze Handeln. Zu wichtig, zu teuer einfach. Mit CFDs und Forex ist alles proportionell zu der Positionsgröße. Und in dem Fall, wenn man klein arbeitet, zahlt man wenig und wenn man groß arbeitet, zahlt man mehr. Das ist ganz klar und linear. Es gibt in CFDs und Forex einige versteckte Kosten. Die sind nicht versteckt, weil die Brokers böse sind und so. Nein, die sind versteckt, weil nicht alle die sofort notieren und weil nicht alle die einfach daran interessiert sind, aber die existieren. Und auch wenn man keine Kommissionen hat und nur beim Spread arbeitet, ein Spread ist immer noch ein Kost. Ich meine, ich kaufe beim Mid oder Asko, wenn ich verkaufe und so weiter, und da gibt's etwas, wo ich eigentlich Geld verliere. Und wenn man über Nacht geht, also Overnight-Positionen, hat man Swap-Kosten. Einmal sind die in unsere Richtung ein Vorteil für uns, andermal sind die ein Kost, aber das muss man auch dazu rechnen. Und sowieso die, wenn sie negativ sind, sind sie negativer als die positive Swaps, wenn man in der richtigen Richtung arbeitet. Also diese Kosten muss man immer auch dazu rechnen. Das ist wichtig. Aber wie gesagt, alle diese Kosten, Swaps oder Spreads oder Kommissionen, wenn sie auch im Fall dazu kommen, die sind alle proportionell zu der Positionsgröße. Und in dem Fall kann man immer noch so klein wie notwendig arbeiten
Und auch, was wir zahlen werden, wird in dem Fall klein genug sein, sodass in Prozent es nicht wichtiger oder unwichtiger wird mit der Positionsgröße. In Aktien ist das leider nicht so. Futures, wenn man mehr als 15.000 Euro hat, dann kann man anfangen zu denken, dass man Futures handeln kann. Und auch Aktien in dem Fall, weil in dem Fall werden die Gebühren nicht mehr so wichtig sein für die Positionsgröße. Nicht alle Futures, es ist ja klar. Einige stehen aber zur Verfügung. Einige billigere Futures, Live Cattle, Kakao, eigentlich Kakao, sorry, nicht, weil Kakao auf dem Eis ist und dieser Markt ist ziemlich teuer, die Daten zu haben. CME ist nicht teuer, aber IC ist teuer. In dem Fall Kakao gehört zum IC und das ist ein bisschen zu teuer. Aber Live Cattle ist in Ordnung. Auch Mini DAX für Deutschland ist in Ordnung. Eurostoxx ist auch in Ordnung. Also es gibt die Möglichkeit, einige Futures zu handeln. Andere leider nicht. Große DAX zum Beispiel oder Silver Gold. Diese sind noch ein bisschen zu teuer, wenn man nur 15.000 Euro hat oder so. Weil für diese Futures braucht man breitere Stops für den Stop-Loss und so weiter. Und in dem Fall wäre ein Verlust-Trade nochmal zu teuer. Es wäre ein zu hohes Risiko, mit so einem Instrument zu arbeiten für jene Kontogröße. Diese andere würde ich sagen, es ist besser zu warten, bis man mehr als 50.000 Euro auf dem Konto hat. Ungefähr, das ist meine Idee. Es kann natürlich noch höher benötigt sein oder etwas weniger. Es geht um die Strategie, die man nutzt und wie viel Risiko diese Strategie auf dem Teller platziert. Also Future erst nach 15.000 oder eventuell für einige Futures auch 50 oder mehr. Im Prinzip ist das alles. Aktien, noch ein anderes Thema, handle ich fast nicht mehr. Ich hatte die noch im 2007, glaube ich, gehandelt, mit zwei Ansätzen. Einmal die Strategie, die ich auch beim Futures gehandelt habe, dasselbe Muster. Und zweimal ein Radarscreen mit allen Daily Patterns, Chartmuster auf der Tagesbalken. Und dann aus diesem Radarscreen hatte ich die Infos long oder short beim Open und eventuell abends die Position schließen. Das habe ich dann, da ich mit Futures mich beschäftigte, habe nicht mehr getan, weil mit Aktien ist man leider immer ein bisschen zu hoch korreliert. Ich meine, die ganze offene Positionen sind normalerweise zu hoch korreliert. Obwohl es Sektoren gibt, ich meine Aktien für Energie, für Real Estate oder alles, aber trotzdem, wenn es größere Marktbewegungen gibt, nach oben oder nach unten, bewegen sich auch alle Aktien in dieser Richtung. Und in dem Fall ist man natürlich ein bisschen zu hoch im Markt investiert und das ist immer gefährlich. Wenn es in der richtigen Richtung geht, sind wir alle zufrieden, aber wenn es plötzlich umkehrt, dann hat man wirklich Pech und das geht nicht mehr. In Futures finde ich die richtige Diversifikation, weil ich dort unterschiedliche Futures habe, also Körner, Edelmetalle, Energie, Indexes natürlich, Währungen. Ich habe fast alles dort und es ist für mich einfacher, mit einem größeren Portfolio dort zu arbeiten. Aber das ist nur zu sagen, ich sehe heute Aktien mehr als für Investment statt Trading, obwohl es immer noch Handel ist. Aber trotzdem, investieren bedeutet unser Portfolio in einige Aktien investieren und möglicherweise als ein Benchmark besser zu tun. Das heißt, mehr zu verdienen und eventuell weniger zu verlieren, wenn das Benchmark nach unten geht. Und Benchmark kann ein Index sein oder ein World Index, MSCI World oder so. Irgendwas, was uns zeigt, wie die ganze Ökonomie läuft. Und da wollen wir besser. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das heißt, wir investieren für Monate, Jahre und wir ändern unser Portfolio regelmäßig oder irgendwann, wenn es notwendig ist. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich sehe das mehr für Aktien geeignet, statt unser Standardansatz mit Pim Pum Pam, wie wir Trader. Ich meine, ich denke, die Leute, die
das Video sehen, die sind auch Händler, Trader wie ich und die sind ein bisschen schneller, sagen wir, im Markt rein und raus als die langfristige Investoren. Falls Sie aber Interesse haben, über Aktien und diese Investitionsmodelle mehr zu wissen, bitte kommentiere sie da unten, dann werden wir gerne in der Zukunft ein Video drehen und vielleicht mehrere Videos, wenn das Topic sehr, sehr wichtig und interessant wird. Ich bin da, also abonnieren Sie auch meinen Kanal, so wissen Sie sofort, ob sowas kommt oder nicht. Das war's ungefähr. Wie gesagt, 500.000 Euro, besser zu warten, das macht wirklich keinen Sinn, obwohl man Erfahrung ausbilden kann, okay. Bis 5.000, 10.000, 15.000, am besten CFDs, Forex, wegen den Kosten. Ab 15.000 kann man auch mit Futures, aber einige Futures besser noch bis man mehr als 50.000 oder noch mehr hat, weil die einfach beim Risiko zu teuer werden, wenn man nicht genug Geld auf dem Konto hat. Genug bedeutet, mit geringem Risiko zu arbeiten. Das war's, Leute. Wir treffen uns nächstes Mal nochmal. Ich hoffe, es war interessant. In jedem Fall kommentiere Sie, sonst weiß ich nicht, ob Sie bei dem Video etwas Gutes gefunden haben oder nur Murks von mir oder so. Ciao von Andrea Unger, ciao aus Italien. Bis nächstes Mal. Ciao.